In der Tat, er verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Doc Ever verlässt sich auf die Ritter als kluge Berater zur Verteidigung. Die Zukunft unserer Stadt und unserer Nation wird zu großen Teilen davon abhängen, wie wir mit dieser Angelegenheit umgehen. Was hältst du von der Besinnung? Wir wären darin, sie nicht weiter zu erforschen. Ich habe gesehen, zu was die Forscher in Farnheim fähig sind. Sie bauen Konstrukte, sie diagnostizieren Sehkrankheiten, sie machen sich rohe Essenz zum Werkzeug. Das Potenzial ist gewaltig. Die Kritiker sagen, es sei zu gefährlich, es würde die Götter erzürnen. Aberglaube und Unsinn. Natürlich ist es riskant, in die Seele einzutauchen, aber das viel größere Risiko liegt darin, nichts zu tun, während das Vermächtnis uns langsam auffrisst. Berichte mir von der Anhörung. Er runzelt grinsgrämig die Stirn. Sie schreiten langsamer voran als gehofft. Die Dutzenden veranstalten einen Aufstand, sobald jemand auch nur das Wort Beseelung erwähnt. Und die Omnibus verscheuern alles absichtlich. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass Eva irgendwann zur Vernunft kommt. Ich brauche eine Audienz bei Duke Eva. Ich will bei den Anhörungen dabei sein. Als ein Gast der Ritter? Angesichts seiner Verbindung zu den Unruhestiftern in der Expeditionshalle steht das leider völlig außer Frage. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Was diese Anhörung bei der Beseelung angeht. Clever schaut wieder auf seine Karte. Ich weiß seine Hilfe bei der Beschaffung der Forschungsunterlagen über die Spielräder zu schätzen, doch ich brauche noch immer die Pläne, die dem Kurier des Hochritters übergeben wurden. Ich befürchte, dass ich mich auf nichts anderes einlassen kann, solange wir uns nicht darum gekümmert haben. Wiedersehen. Wir haben da leider keine Quest dazu. Wir kommen also nicht über die Schmelztiegelritter hinein. Das ist schade. Und wir kriegen auch keine Quest dazu. Ich hätte mich vielleicht besser entscheiden sollen, für wen ich hier den Lakaien spiele. Ich könnte ihn höchstens... Ich hätte auch mal gucken können, ob ich ihn nach Aufträgen fragen kann. Weil alle anderen haben ja nichts mehr zu sagen. Gut, ich habe Zugriff zu den, zum Rüstzeug hier. Und da könnte ich auch mal vorbeischauen. Weil wenn die in der Abenteuerhalle sagen, ich bin zu sehr mit den Schmelztiegelrittern befreundet, dann habe ich da auch eine Zwickmühle, wenn mich keiner irgendwie rein lässt. Bei Haus Dominel kann ich vergessen. Du hast das Kommando über die Schmelztiegelritter. Beseelung angeht, da sagt er uns nichts Neues. Indeed. Sprechen wir über was anderes. Auf Wiedersehen. Justiziar. Die Karte zeigt Zugangspunkt zur Stadt, sie mit Flaggen markiert. Und hier ist sonst nichts. Hier wäre ein Schloss, was wir knacken können, aber nein. Gut, dann bleibt uns nur noch die Forscherhalle. Alles andere ist leider schlecht. Weil Haus Domene können wir definitiv vergessen. Und ansonsten bleibt uns nichts übrig. Ah, du bist einer der geschmiedeten Ritter. Er dreht sich von der S, legt seinem Hammer auf die Werkbank. Was brauchst du etwas? Dazu schreitet, während er von wiederholten Hämmerschlägen betäubt wird. Zeig ihm die Bruchstücke der Klinge der losen Pfade. Ich fand mehrere Fragmente eines alten Schwertes. Glaubst du, du könntest es reparieren? Dunstel lässt einen leisen Pfiff. Das ist eine schöne Klinge in der Tat. Er hält ein Fragment in seinen rauen Händen. Sieht ederiadisch aus. Sonderanfertigung. Muss ein Auftrag für irgendeinen Champion gewesen sein. Er gibt dir das Schwertstück zurück. Ein Schwert dieses Kalibers hätte auch ein besonders angefertigtes Heft. Es wäre eine Schande, irgendwas anderes dran zu hängen. Außerdem wäre es mit allen Originalteilen am besten ausbalanciert. Für den Rest davon und die Schmiede ist für dich. Zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Die weiße Spirale.
Ich finde es ja immer schade, dass nicht richtig angezeigt wird auf Deutsch, was für Waffen das sind. Ah, ein Panzerbrecher, okay. Also so eine Waffe hier. Und alles andere ist leider nichts Wertvolles. Beschut im Glauben. Zauberwirkung, geweihter Boden. Verbrennungsschaden, Bonus, das sind schon gute Handschuhe für Durenz. Achso, Schadensreduktion, Verbrennung gegen Brennen, okay. Eldricks Mantel, schwere Rüstung. Robust, frostsicher, außergewöhnlich. Ah ja. Wäre eigentlich fast was für Edda. Robust, frostsicher und auch außergewöhnlich. Das heißt, die Verteidigung gegen Niederschlagen, Angriff gegen Stoßangriffe und so weiter. Aber nee. Lassen wir es erstmal so weit. Du hast mir eine neue Perspektive verschafft. Danke sehr. Okay, also mit den Schmelztiegelrittern gewinnen wir keinen Blumentopf mehr. Schade. Dann bleibt jetzt wirklich nur noch die Abenteurerhalle. Und die werden mir nicht helfen, weil ich denen immer noch nicht ihre Dolche besorgt habe. Und ganz ehrlich, diese Deus-Quest ist schon ziemlich schwierig. Also auf zum Kupferweg. Wenn nicht, muss ich mir wirklich Alof besorgen. Dann muss ich nach Dürfurt reisen, dort einmal ordentlich rasten, dass ich den Machtbonus und alles wieder bekomme. Und dann muss ich mich da unten mit den Geistern rumprügeln. Und das wird ja lustig. Obwohl ich vielleicht zuerst noch einen Kopfgeldjäger-Auftrag machen sollte dann. You know, Durance, just because you follow the goddess of fire doesn't mean you need to literally consume everything you come across. The fire is a favor I grant to those I meet. It makes them stronger, or it ends them mercifully if not. The remaining unemptied beer steins of the Deerwood quake in fear. Okay, die haben es eher vom Saufen. Ah. Zuschauer und Ersatzmänner. Das bringt mir alles hier nichts. Ich muss hoch zur Expeditionshalle. Erpügel ist wiederhergestellt. Die Stadtwache meldet, dass die heutige Katastrophe auf dem Turm geendet hat. Ja, dank uns. Justiziare, Hilde, ja. Brunnen. Hier ist doch so ein Kohlebecken. Also rein da. Steht eigentlich irgendwas Neues hier? Nein, die helfen leider nicht. Das hier sind nur Kopfgelder, verzweifelte Maßnahmen. Ach, das war der Ogre-Clan.
So, der einzige, mit dem ich noch reden kann, bist du hier. Männer nickt dir zu. Sein Blick bewegt sich weiter von Server zu Server, während er spricht. Brauchst du sonst noch was? Die nutzen eben also an der Besiegungsanhörung Palast des Dux. Someone's gotta keep the blazing Crucible Knights from leading us all to ruin, and the Dominels certainly aren't doing their part. But Wolfgrin's still a man of the people. He's always been sensible in other matters. He'll hear us out eventually. Er verdreht die Augen. Jemand muss die verfluchten Schmelztiegerritter davon abhalten, uns alle ins Verderben zu führen. Und die Dominels tun das gewiss nicht. Aber Wolfsgrinsen ist immer noch ein Mann des Volkes. Und in anderen Angelegenheiten war er immer vernünftig. Er wird uns irgendwann Gehör schenken. Was denkst du über die Besiegung? Sie würde unser Untergang sein, wenn wir es zulassen. Gestanden sie nicht dazu bestimmt, sich in Angelegenheiten der Seen einzumischen. Nur nachher erkennt das nicht. Oder Unheilsstifter, die es nicht erkennen wollen. Er neigt sich vor, die Arme verschränkt. Und ich nehme an, dass davon einige um das Gehör des Dux rangeln. Betrüger und Halsabschneider, die von einer Katastrophe profitieren wollen. Wie laufen die Anhörungen? Morley sagt mir, es sei ein zäher Kampf. Der Dux sucht hängeringend nach einem Mittel gegen das Vermächtnis und jeder weiß, dass die Ritter ihn im Hintergrund bearbeiten. Was die Dominanz angeht, ich weiß nicht, was sie im Schilde führen. Vermutlich stecken sie Geld von den Rittern ein, um diese ganze Farce weiter am Leben zu halten. Ich hatte gehofft, ich könnte mit den Dutzenden Beseelungsanhörung besuchen. Und ich brauche diese inquitanischen Waffen. Dann bringen sie mir, dann reden wir weiter. Ja, wegen der Beseelungsanhörung. Ich brauche diese inquitanischen Waffen. Gut. Was machen wir jetzt? Ich bräuchte erst noch ein Level Up für die restlichen Gruppenmitglieder, bevor ich mich nochmal in diese Ruine stürze. Das heißt, ich müsste nochmal einen Kopfgeldjäger-Auftrag versuchen. Das sind nämlich die einzigen Quests, die ich noch hätte. Außer ich versuche mich an Ketnur. Otnur. Das ist die zweite Alternative. Wo komme ich am schnellsten raus? Hier oben. Außer ich versuche mich nochmal an Otnur. An der dritten Ebene. Irgendwo muss ich ein Level Up herkriegen für Palegina. Für Palegina, Durend und Sagani. Also bleiben mir entweder Kopfgeldjäger-Aufträge oder Otnur. Wobei ich glaube, Otnur ist besser als die Kopfgeldjäger-Aufträge. Die Kopfgeldjäger-Aufträge kann ich dann machen, wenn ich in Richtung Zwillingsulm muss. Das Level Up brauche ich allerdings jetzt noch. Vielleicht schaffe ich ja die letzten drei Ebenen der ersten Teile der fünf Pfade. Und vielleicht schalte ich auch die Abkürzung zu den anderen Ebenen frei. Dadurch. Also zur sechsten Ebene. Botanischer Gartenbau abgeschlossen. Kanna bildet die Eskorte. Hey, cool, dann können wir Kanna auch gleich aufnehmen. Du rein. Ani, so. Annehmen. Dann können wir die beiden schon mal ableveln. Mal sehen, ob es für ein Level reicht oder gleich für zwei Level. So, du hast 9 Punkte. Athletik wäre mal nicht schlecht bei dir. Dass du nicht so schnell müde wirst. So. Stufe 4 Zauber. Eisenhaut wäre nicht schlecht. Zauberbuch, Bonuszauber, offensiv, defensiv. Unterstützung. Mach mal Bonuszauber der Stufe 3, das ist besser.
Okay, du hast nur ein Level abgekriegt. Wie sehen deine Erfahrungspunkte aus? Du hinkst noch ein ganzes Stück hinterher, Kumpel. Ach, Herr Jemini. So, du kriegst mal Überleben. Obwohl, kriegst Wissen. Passt besser zu dir. Eine Beschwörung.